Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und nette Einführung. Ich muss gucken, dass das hier. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen und der Wind ist nicht allzu stark. Ah, blättert schon selbst um. Okay. Ist lieber so rum. Ja, liebe Freundinnen und Freunde Marie-Louise Fleißers, liebe Zuhörende, angeregt durch ein germanistisches Proseminar zur Literatur der Weimarer Republik beschäftige ich mich seit den 80er Jahren intensiv mit Leben und Werk Marie-Louise Fleißers. 1997 legte ich meine Dissertation zum Verhältnis von Biografie und literarischer Produktion bei Fleißer vor. Und ich kann sagen, der Konnex zwischen Leben und Schreiben, dieses komplexe, mehrdimensionale und mehrfach gebrochene Spiegelungs- und Entsprechungsverhältnis elektrisiert mich bis heute. Ja, ich wage sogar zu behaupten, wer sich in die Tiefen und Untiefen des fleißerschen Kosmos hineinwagt, wird unweigerlich zu diesem Glutkern vorstoßen. Ich behaupte das mit der Überzeugung derjenigen, die sich stets gegen ein allzu simples biografisches Interesse an Fleißers Texten ausgesprochen und den Mehrwert der Literatur vor dem Leben herausgestellt hat. Die stets die literarische Qualität, den Kunstcharakter des Werks hervorhebt und die ganz einzigartige Fleißersprache, dieses traumsichere Amalgam aus Intuition, Analyse und Kunstwillen, auch denjenigen ans Herz legt, die sich nicht in der Biografie der Autorin auskennen. Was sind die Spezifika ihres Werks? Was hat es mit dessen schwankender Konjunktur auf sich? Was sagt uns ihr Werk heute noch? Auch im Hinblick auf die Fragestellungen, die uns heute Abend beschäftigen werden, lohnt es sich, unter vier Aspekten einen frischen Blick auf das Verhältnis zwischen Leben und Werk der Ingolstädter Autorin zu werfen. Ich werde dies im Folgenden anhand einiger repräsentativer Beispiele und in der gebotenen Kürze tun und hoffe, dass mein Vortrag ein paar Impulse und Anregungen für die nachfolgende Diskussion bereitstellt. 1. Stilistische Kehrtwende? Fragezeichen. Im vergangenen Herbst beschäftigte ich mich für ein Uniseminar erneut mit Fleißers einzigem Roman, der 1931 erschienenen Mehlreisenden Frieda Geier. Die überarbeitete Fassung wurde 1972 für die Aufnahme in die gesammelten Werke mit dem Titel »Eine Zierde für den Verein« versehen. Dabei suchte ich nach Erklärungen und adäquaten Begriffen für die auffällige stilistische Kehrtwende, die die Autorin nach 1929 vollzog. In diesem Jahr, 1929, waren ihre frühen Erzählungen unter dem Titel »Ein Pfund Orangen und neun andere Geschichten« der Marie-Louise Fleißer aus Ingolstadt gesammelt erschienen, nachdem sie zuvor in Zeitungen abgedruckt worden waren. Den Anfang machte 1923 meine Zwillingsschwester Olga in »Das Tagebuch«. Die Orangen waren Fleißers erstes gedrucktes Buch. Und es steht, wie auch die beiden Ingolstädter Stücke aus den Jahren 1926 und 28-29, bis heute für ihren hochgerühmten, singulären Sprachstil und ihre zentralen Themen. Angst, Aggressivität, Gewalt, Liebeshunger und soziale Kälte. Marie-Louise Fleißer übersetzt ein allgegenwärtiges Erfahrungsmuster der Moderne in individuelle, kantige Sprachbilder. Nur vordergründig einfach und grundiert von der bayerischen Mundart verweisen sie durch biblisch-religiöse Versatzstücke auf die prinzipielle, ja strukturelle Unerlöstheit der modernen Gesellschaft zwischen zwei Zeitenwenden, der Katastrophe des Ersten Weltkriegs und der Katastrophe der nationalsozialistischen Diktatur. Diese Unerlöstheit manifestiert sich zuallererst in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Ich zitiere eine kurze Szene zwischen Olga und Rölle aus dem sechsten Bild von Fegefeuer in Ingolstadt. Olga, es ist eingetroffen und ich habe ihn gesehen unter den Seinen, jawohl. Rölle, nicht weggehen, ich schreie. Olga, schreien Sie.
Rölle, hier halte ich mich fest, da, ich habe ein Messer, gibt es ihr. Stoßen Sie zu, dass es mir die Augäpfel endgültig nach oben dreht. Olga, Vernichtung, Rölle, Erlösung. Olga schwankt, wirft aber das Messer weg. Olga, auf einem Berg von Ekel haben wir uns zwei Gesichter aufgerichtet, dass sie einander ansehen müssen in Ewigkeit. Rölle, können Sie mir denn kein einziges Mal eine Erleichterung verschaffen? Olga, nehmen Sie Ihre bösen Wünsche weg von meinem Gesicht, worein Sie verbissen sind. Rölle, hinknien, Olga, nein. Rölle, einmal eine Anerkennung, tu's, ein schöner, lieber Rölle gewesen, nachsagen, bloß nicken mit dem Kopf. Nicht einmal nicken, nichts tut sie. Rölle, was willst? Olga, in meinen Augen ist die einzige Entschuldigung für sie, dass ich mich auf der gleichen Stufe des Fegefeuers befinde. Der charakteristische Ton der Autorin erhebt die frühen Texte im Bewusstsein der Fangemeinde bis heute zum bedeutendsten, überzeitlich gültigen Bestandteil des Gesamtwerks. Überdies ist der literarische Rang Fleißers, analog der ersten Konjunktur des Werks Mitte der 20er Jahre, eng verbunden mit den inzwischen ikonischen Elogen hochgeachteter Kritiker der damaligen Zeit. Diese überboten sich in den Berliner Zeitungen gegenseitig in dem Versuch, den Stil des jungen Talents zu beschreiben und zu preisen. Kurt Pintus etwa urteilte 1929 über die Orangen: Wo in der Welt hat eine Frau so schaurig sicher, so grausam aufdeckend, dunkelstes und unbeschreiblichstes der Menschennatur in einem äußerlich naturhaft derbschlächtigen, innerlich derart differenzierten Stil geschrieben? Den Zeitgenossen erschien die literarische Welt der Marie-Louise Fleißer mit ihren unbarmherzigen Idyllen, wie Bernhard Diebold analysierte, schwer, dunkel, geerdet, bodenständig, naturhaft und religiös-katholisch akzentuiert. Und genau so stellten sie sich auch das Wesen der Autorin aus der bayerischen Provinz vor. Diese gab sich in der Literatur sprachmächtig, trat aber in der männerbündig geprägten Berliner Literaturszene eher zurückhaltend und wortkarg auf. Die Fleißer, sagte Brecht, ist eine Frau und spricht schüchtern. Sie wird sich entschuldigen, es hat Verschiedenes bei der Aufführung nicht geklappt und sie sei beunruhigt, ob Herrn Dr. Kerr etwas aufgefallen wäre. So zitiert der Direktor des Theaters am Schiffbauer Damm, Ernst Josef Aufricht, Bertolt Brecht am Morgen nach der Skandalaufführung der Pioniere in Ingolstadt in seinen Memoiren. Brecht wollte unbedingt wissen, wie der Starkritiker Alfred Kerr seine provokanten Regiezutaten aufgenommen hatte und schickte die Fleißer vor. Weiter heißt es bei Aufricht: Die Fleißer, die alles tat, was Brecht verlangte, nahm den Hörer und rief stotternd an und erhielt von Kerr die Versicherung, er schreibe gerade, wie großartig er sich gestern unterhalten habe. Wir haben keinen Grund, an dieser Erinnerung Aufrichts zu zweifeln. Ebenso wenig wie an der Beobachtung der Schriftstellerin Gabriele Tergit. Sie war als Gerichtsreporterin bei der Hauptverhandlung über die Beleidigungsklage der Autorin gegen den Ingolstädter Bürgermeister am 14. Februar 1931 im Amtsgericht Berlin-Mitte zugegen. Ihr erschien die Kollegin damals als, ich zitiere, zarte und weltfremde Dichterin. Fleißer selbst hat sich, wie wir wissen, noch im Alter nicht nur vehement von der grobschlächtigen und wenig raffinierten Brechtschen Inszenierung der Pioniere, sondern auch von dem Stück selbst distanziert. Sein konkret politischer Kontext blieb ihr wesensfremd. Sie empfand es als Kuckucksei, das Brecht ihr untergeschoben hatte. Kurz vor ihrem Tod formulierte sie die ihr gemäße Form gesellschaftsrelevanten Schreibens in einem Brief folgendermaßen: Unwillkürlich von der Gesellschaft schreiben, eben weil man mit dem Röntgenblick von sich selber schreibt. Unwillkürlich. In meinem Fall nicht als vorgefasstes Programm, weil mich Programme verstören. Ich will Freiheit. Worum es mir hier geht: Das bis heute wirkmächtige Bild von der bodenständigen und schwerblütigen Autorin, deren Texte zwar tiefschürfend und authentisch, dafür aber relativ humorfrei daherkommen,
will so gar nicht auf das passen, was die Fleißer unmittelbar nach den Orangen veröffentlichte. Als ihr Roman »Die Mehlreisende Frieda Geier« 1931 erschien, wunderte sich Herbert Jehring im Berliner Börsenkurier: Man merkt, dass die Dichterin sich um eine künstliche Distanz und um eine wesensfremde intellektuelle Ironie bemüht hat. Noch 1979 urteilten Kessens und Töteberg: Die sachliche, distanziert kühle Beobachtung entsprach nicht ihrem Lebensgefühl. Hieße das etwa Humor und Ironie, Witz und Esprit, Distanz und funkelnder Intellekt, allesamt Stilmittel, die die Autorin im Roman virtuos einsetzt, seien kein Terrain für die ach so erdenschwere Marie-Louise Fleißer? Sind die heiter-melancholische Mehlreisende, der reflektiert sezierende Tiefseefisch und die locker-sarkastischen andorranischen Abenteuer etwa stilistische Verirrungen der Autorin? Sind sie wesensfremde literarische Zeugnisse aus ihrer dunklen Berliner Zeit an der Seite Helmut Drafs Tüchsens, die von der Zerstörung ihrer Karriere und ihrer Schreibfähigkeit geprägt war, wie Hiltrud Henschel konstatiert? Oder sind sie gar Vorboten ihrer völligen künstlerischen Verunsicherung und ihres öffentlichen Verstummens im Ingolstädter inneren Exil? 2. Ungeahnt mondän? Fragezeichen. Im Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt, wo ich im November letzten Jahres anlässlich der Jahrestagung der Marie-Louise Fleißer-Gesellschaft weilte, stieß ich auf eine interessante Beschreibung der aktuellen Sonderausstellung. Es hieß dort, ich zitiere: Dass konkrete Kunst durchaus extravagant und glamourös sein kann, zeigt die Kabinettausstellung Erich Buchholz Ungeahnt mondän. Es sind vor allem die in den Werken verwendeten Materialien, von denen eine besondere Wirkung ausgeht. Farbe und Gold treffen im Relief aufeinander und leuchtende Pastellkreiden treten aus dem Hintergrund, einem tiefschwarzen Velourpapier, hervor. Das war es, was mir wieder einfiel, als ich wenig später endlich eine eigene Erstausgabe von Fleißers literarischen Reisefeuilletons »Andorranische Abenteuer« aus dem Jahr 1932 in der Hand hielt. Ich kannte sie bisher nur in redigierter Fassung aus den gesammelten Werken und verschlang das Original mit Begeisterung. Dann schlug ich eine Brücke zum Stil des Romans und coverte den Museumswerbetext für meine Zwecke folgendermaßen: Dass Marie-Louise Fleißer durchaus extravagant und glamourös sein kann, zeigen ihr Roman und die Reisenovellen »Andorranische Abenteuer«. Es sind vor allem die in den Werken verwendeten Stilmittel, von denen eine besondere Wirkung ausgeht. Realismus und Satire treffen im Relief aufeinander und leuchtender Esprit tritt aus dem Hintergrund einer tiefschwarzen Melancholie hervor. Das trifft es, wie ich finde, genau. Roman und Reiseerzählungen kommen ungewöhnlich leicht, elegant, witzig, humorvoll und locker daher, dazu geistvoll und spöttisch. Eben nicht dunkel und geerdet, sondern ungeahnt glamourös, ja geradezu übermütig. Und das in einer Zeit, die für Fleißer privat besonders schwierige Situationen bereithielt. Jeweils eine Stelle aus »Mehlreisende Frieda Geier« und den andorranischen Abenteuern möchte ich Ihnen hier beispielhaft in Erinnerung rufen. Im Roman heißt es über den verliebten Tabakhändler Gustl Amricht, Gillich, der sich bei einem Volksfest zum ersten Mal stolz mit Frieda Geier in der Öffentlichkeit zeigt: Gustl kann nicht wie der Schleierfisch sein Weibchen mit flatterzarten Knorpeln locken, kann nicht damit wallen. Er könnte es vielleicht, wenn er genügend Zeit gehabt hätte, sich vorzubereiten. Es hätte ihm bloß 1000 Jahre früher einfallen müssen. Was tut er, wenn die Manneswerbung ihn über sich hinaushebt? Er trägt seine aufgekrempelten Ärmel mit barbarischer Pracht und schillert von Fähigkeiten in allen Farben. Lang her, sagt er, wenn die Laune es ihm eingibt, und wirft den Muskel durch seinen Arm wie eine donnernde Säule. Dieser Gustl in seiner freudigen Unrast möchte aus der eigenen Haut wie aus einem Handschuh schlüpfen, und da er nicht fortwährend über das ganze Gesicht erglänzen kann, bewegt er sich, als lasse er eine Kugel von der Halsgrube in die Armbeuge rollen. Und das ist noch gar nichts.
Er könnte sich am eigenen Kragen hochheben und schütteln. Die Leichtigkeit des Seins erfährt das Ich der Reiseerzählungen am Strand von Perpignan, Canet-Plage. Während ihr Gefährte es vorzieht, in der Sonne liegen zu bleiben, läuft die Erzählerin allein nach dem Wasser. Am Meer kann ich mich nicht fassen vor innerem Schwingen. Ich werfe und rolle mich nahe dem Ufer, wie die Wellen wollen, schlage mit den Armen um mich und singe aus vollem Halse, was ich Gott sei Dank nicht höre. Ich möchte ganz anders an das Wasser heran. Ich möchte es kratzen, beißen, festhalten. Hier ist es herrlich. Der Wind will einen fressen, die Sonne will einen fressen, das Wasser will einen fressen. Und der Sand wird einem unterm Leib weggefressen. Weiter unten reiten zwei nackte Menschen auf einem Pferd ins Wasser. Das Meer hat erschreckend satte Farben mit leuchtendem Blau und prallem Flaschengrün. Draußen flattern lange gelbe Lachen, als ob sie flammenden Bernstein weinen. Betäubt und glücklich setze ich mich mit dem Gesicht nach dem Land und sehe den zurückweichenden Wellen zu, wie sie in den dunklen Sand, aus dem deutlich der Schatten der Feuchte fliegt, züngelnd weiße Linien schreiben. Es wird ein ganzes Gewirr von zarten Salzbändern, bis eine Welle weiter als alle vordringt und alles auslöscht. Verehrte Zuhörende, wie kann es sein, dass die literarische Sprache der Fleißer, die bis heute ihren singulären Rang entscheidend bestimmt, gerade in den existenzbedrohenden Jahren mit Drafs zu einer so ungewöhnlichen Leichtigkeit, zu Witz und Lebensfreude fand? Welchen Konnex zwischen Leben und Werk der Marie-Louise Fleißer können wir für diese Phase benennen? Und wie repräsentativ ist er für das Gesamtwerk? 3. Immer nur etwas zwischen Männern und Frauen? Fragezeichen. Nach dem Skandal um die Berliner Inszenierung der Pioniere in Ingolstadt, die Brecht bewusst politisch und sexuell provokant aufgerüstet hatte, brach Marie-Louise Fleißer mit ihren Freunden aus der Berliner Avantgarde und verlobte sich mit dem exzentrischen, rechtskonservativen Ethnologen und Schriftsteller Helmut Rafs-Tüchsen. Diese, wie wir heute sagen würden, toxische Beziehung belastete sie psychisch stark und führte schließlich zu einer Depression und zu Selbstmordabsichten. Fleißer konnte sich erst von Drafs lösen, als sie schon längst wieder im Ingolstädter Elternhaus Zuflucht gefunden hatte und sich entschloss, ihren ehemaligen Verlobten, den Tabakhändler Bepp Heindl, zu heiraten. Sich gegen Drafs perfide Ausbeutungs- und Erpressungsmanöver verwahrend, schreibt sie ihm im April 1933 sehr selbstbewusst: Es mag engelhafte Frauen geben, die in der Preisgabe ihres Selbst bis zur Zerstörung ihre Bestimmung finden. Ich kann nicht zu ihnen gehören. Ich habe von Gott eine Begabung erhalten, als Pfund damit zu wuchern. Du unterschätzest meine Festigkeit, die ich mir aus so vielen Prüfungen erworben habe. Von solchen Prüfungen, vom Scheitern, aber auch von Festigkeit und vom Wachsen an schmerzlichen Herausforderungen handeln fast alle Texte Marie-Louise Fleißers. Es sind besonders die intellektuellen, reflektierten Frauenfiguren der frühen Erzählungen, die sich an toxischen Liebesbeziehungen abarbeiten und dadurch zu einer höheren Stufe der Erkenntnis gelangen. Wie bei den Töchtern und armen Mädchen in Der Apfel, ein Pfund Orangen oder Die arme Louise, führt auch für die begabte Ziege der Weg zum persönlichen Glück zuallererst über den schwärmerisch verehrten Mann. Von ihm, den sie zum Erlöser aus ihren Selbst- und Fremdbestimmungen stilisiert, erwartet sie, Zitat, Weisung und Deutlichkeit, da nur er wisse, wie man ein höheres Wesen aus sich machte. Doch die Enttäuschung bleibt nicht aus. Sie lernte die Männer kennen und einer war wie der andere und hatte für die Frauen ein System und keine Gnade, heißt es in Die Ziege. In dieser Erzählung findet sich ein bemerkenswertes autofiktionales Porträt der jungen Autorin, das sich mit den Charakterisierungen von Terget und Aufricht deckt. Ich zitiere. Sie hatte kein wesentliches Auftreten, was den Nächsten bestimmt erfasste,
Von ihr ging was Auffälliges, aber keine Gewalt aus. War die Ziege es denn nicht zufrieden, dass sie da ganz am Ende der Welt kam, weil ihre Zunge nicht gelöst war, obwohl ihr inneres Auge sah und sie die Beschaffenheit der Mitmenschen am Atmen erkannte? Mit der Beziehung zu Drafs Tüchsen begab sich Marie-Louise Fleißer 1929 in eine Prüfung geradezu hiobschen Ausmaßes, die ihre Zunge auf besondere Art und Weise löste. Schwenken wir zunächst hinüber zu den Texten Fleißers aus ihrer frühen Berliner Zeit mit Drafs. Mit der mehlreisenden Frieda Geier erfand die Autorin eine Romanheldin zwischen Freiheitsbegehren und Regressionsbedürfnis, eine moderne Frau im Zentrum weiblicher Ungleichzeitigkeit. Frieda Geier sieht sich gezwungen, zwischen Liebe und Arbeit zu wählen, trifft eine schmerzliche Entscheidung und verlässt ihren Geliebten schließlich als, Zitat, Asketin im kurzgeschnittenen Haar. Dabei ist es keineswegs so, dass sie ihre Liebe nur aufgibt, weil sie um ihre hart erkämpfte, liebgewonnene Selbstständigkeit fürchtet und die Ehe als Versorgungsgemeinschaft auf dem unverrückbaren Boden patriarchaler Gesetzgebung ablehnt. Frieda verlässt ihren Gustl auch, weil er ihr nicht die Qualitäten bieten kann, die sie sich von einem starken männlichen Gegenüber erhofft. Er hat, ich zitiere aus dem Roman, keine Autorität bei Frieda. Und weiter heißt es dort, es stört sie, dass er niemals mehr bei ihr erreicht, als sie ihm freiwillig gibt. Er wird ihr nicht Herr, er besitzt nicht die Fähigkeit, ihren Widerstand aufzuzehren. Frieda sucht einen Mann, der ihr, was Willen und Durchsetzungskraft angeht, mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Ein Sparringspartner, der ihr Respekt einflößt, zu dem sie bewundernd hinüber und aufschauen kann. Warum? Weil sie in der Auseinandersetzung mit ihm die ultimative Herausforderung sucht, den Kampf mit ihren persönlichen Möglichkeiten und Grenzen. An ihm will sie ihre Widerstandsfähigkeit ausprobieren, ihre Stärke und ihre Lebenstauglichkeit. An seiner Seite will sie die existenzielle Wucht des Lebens spüren. Gustls mediokre, natürliche Einstellung zu Hindernissen, wie es heißt jedoch, das bereitwillige Aufgeben seines sportlichen Ehrgeizes, seine Ausrichtung auf Versorgung und Sicherheit, weisen ihn als erdgefangen aus und bleiben ihr wesensfremd. So verliert Frieda den Respekt, die Achtung vor dem Geliebten und trennt sich von ihm. Denn, Zitat, es muss letztgültigere Kämpfe mit den Grenzen geben. Von all dem erzählt Fleißer in einem neuen, locker eleganten Erzählton, voller Verständnis und Anteilnahme für die Protagonisten, aber auch mit Humor und ironisierender Distanz. Dieser Eindruck wird verstärkt durch eine kluge Kombination aus autorialem und personalem Erzählen, die den unterschiedlichen Standpunkten der Figuren, wie in einem vielstimmigen Gespräch, Gerechtigkeit angedeihen lässt. Marie-Louise Fleißer erreicht in der Mehlreisenden eine Souveränität und Leichtigkeit des Erzählens, die in dieser Form in ihrem Werk bisher noch nicht erkennbar war. Durch eine ähnlich souverän distanzierte Erzählregie verschmelzen Literatur und Leben in den Reiseerzählungen, die Fleißer ein Jahr nach dem Roman ebenfalls bei Kiepenheuer veröffentlicht. Sie finden in der Rezeption traditionell eher wenig Beachtung. Dabei ist ihr literarischer Rang unbestritten. Die Teilerzählung »Ich reise mit Drafs nach Schweden« erschien 1929 erstmals in einer Anthologie, die, von Hermann Kästen herausgegeben, außerdem Werke von Anna Segers, Ernst Toller, Josef Roth und Erich Kästner versammelt. Biografische Grundlage der Texte sind die Reisen, die Fleißer und Drafs in den Jahren 1929 und 1930 gemeinsam ins Ausland unternahmen, wo Fleißer von ihrer Verlobungsreise 1928 mit Beb Heindl nach Kärnten einmal abgesehen, bis dato nie war. Nun also fährt sie mit Drafs nach Schweden, wo sie sich mit ihm verlobt, nach Frankreich, notabene Perpignan, nach Barcelona und in die Pyrenäen.
Dort schreibt sie stark autofiktional angelegte Prosa, mit der sie auch ihr angestammtes literarisches Terrain Ingolstadt, Bayern, Berlin, Deutschland zum ersten Mal verlässt. Doch auch darin richtet sich ihr Fokus auf das Verhältnis der Geschlechter. The gender issues in Fleißers perception of foreign countries and environments make her travel texts delightful to read and just as intelligible, stellt Svoboda Adimitrova-Mök fest und spitzt ihre Analyse angesichts des täglichen Kampfes der Ich-Erzählerin namens Marie-Louise gegen einen unleidlichen, dominanten und psychopathischen Drafs, Fleißer verwendet beider Klarnamen in den Texten, folgendermaßen zu. Die Stelle lautet in meiner Übersetzung: Es stellt sich die Frage, ob Fleißer in einigen Fällen bewusst das passive Opfer von Drafs Tüchsen darstellte, um seine Aggressionen und die schlimmsten Seiten des männlichen Charakters zu provozieren, die sie dann in ihrem Schreiben ausnutzen konnte. Als selbstreflektierende Frau und Schriftstellerin wusste Fleißer, dass ihre Macht in der genauen Beobachtung und Beschreibung dramatischer Beziehungen lag, und sie könnte bewusst das exzessive Verhalten des Mannes ausgelöst haben. Drafs Tüchsen erwies sich zweifellos als geeignetes Objekt einer solchen Manipulation, und Fleißer konnte das Schlimmste in seinem Charakter zum Vorschein bringen und darüber schreiben. Dies ist zugegebenermaßen eine steile These, deren Luzidität im Hinblick auf meine Fragestellung aber unbestritten ist. Drafs abwertendes und misogynes Verhalten, zu Hause und auf Reisen. Fleißer erträgt es und forciert es vielleicht sogar, weil es sie als Künstlerin interessiert, weil es sie als Schreibende in das Herz ihrer ureigensten Thematik führt. Das Aufspüren und Sezieren von Machtstrukturen in menschlichen Beziehungen und die Suche nach Selbstbehauptungs- und Überlebensmöglichkeiten darin. Placet experiri. In der Beziehung zu Drafs sieht Marie-Louise Fleißer sich mit genau den letztgültigeren Kämpfen mit den Grenzen konfrontiert, die Frieda Geier bei Gustl Amricht Gillicht vermisst. Schon die Konfrontation mit den Forderungen Brechts, die ihren künstlerischen Überzeugungen entgegenstanden, hatte die junge Autorin als eine Stimulation und als Einladung zum Kräftemessen verstanden. Schließlich verteidigte Fleißer das ihr eigene gegen alle Vereinnahmungsversuche und kehrte Brecht und der literarischen Avantgarde den Rücken. Mit Drafs Tüchsen schließt sie sich daraufhin einem konservativen Egomanen und Hochstapler an, der sie durch seine antibürgerliche Pose und ausgestellte Kompromisslosigkeit gleichermaßen fasziniert wie provoziert. Sie lässt es zu, dass er sie gänzlich aus ihrem literarischen Netzwerk herauslöst, ihr die Verdienstmöglichkeiten kappt und sie finanziell wie psychisch ausbeutet. Auf der andorranischen Bergtour, einer Reiseerzählung aus dem Nachlass, erträgt die weibliche Protagonistin jedwede Schikane des sie begleitenden Exzentrikers stoisch als, ich zitiere, ein Mensch ganz aus Eigensinn und Geduld. Dort heißt es auch: Ich dachte, dass er für mich eine ebenso grausame Gewalt sei wie der Berg, aber ich wäre mit ihm überall hingegangen. Und in der satirischen Zootierfabel von Pardelrollern, Wickelbären und Kusimansen lernt sie von Drafs das, Zitat, alle jene, die keinen Kampf ums Dasein haben, verkümmern müssen, wie ein hospitalisiertes Faultier. In den Drafs-Geschichten überträgt Marie-Louise Fleißer grundstürzende Erkenntnisse über Freiheit und Gefangenschaft, Macht und Unterwerfung, Widerstand und Selbstbehauptung in eine ungewohnt pointierte literarische Sprache voll grotesker Dramatik und ironischer Distanz. Noch einmal Dimitrova Mög. Fleißer developed literary themes from her experiences and Drafs Tüchsens extravagancies were a permanent source of her creativity. Traveling with Drafs motivated her and focused her talent. In Momenten großer persönlicher Bedrängnis erfindet sich Fleißer als Autorin vollkommen neu. Sie schreibt sich mit ungewohnter Souveränität und Leichtigkeit frei,
bis sie irgendwann unter der Last der Realität zusammenbricht. Sie experimentiert als Mensch und leidet als Frau und sie triumphiert als Künstlerin. Das Erlebte und Erlittene wird auf einer höheren Verstehens- und Erkenntnisstufe zu gestalteter Realität, zu Literatur. Sucht man im Frühwerk der Fleißer nach einer treffenden Formulierung für diese existenzielle Erfahrung und literarische Konstante, wird man in dem kurzen Aufsatz Der Heinrich Kleist der Novellen fündig. Er erschien erstmals 1927 und wurde nicht in die gesammelten Werke von 72 aufgenommen. Es heißt dort über Kleist: Was seinen Gestalten widerfährt, ist denn auch durchgängig die Entdeckung ihrer selbst an Widerständen. Ein unbeschreiblich überquellendes Erlebnis der eigenen Persönlichkeit, die Selbstbehauptung der Individualität gegenüber der feindlichen Masse. Es ist, wie wenn er nachsehen möchte, wie viel eigentlich ein Mensch aushalten kann, ob er dann, wenn er ihn durch alle Abgründe geschleift hat, noch ein inneres Leben aufweist. Fleißers Bewunderung, ihr tiefes Verständnis für Heinrich von Kleist stehen im Zusammenhang mit ihrer Faszination für Künstler und Außenseiter, für, wie sie schreibt, gefallene Engel. Ein weiteres Spezifikum und ein erster Keim, Fleißer, ihres Werks. Von Willi Sandner aus den 13-Jährigen und Rölle aus dem Fegefeuer über Laurenz Elnes aus dem Tiefseefisch bis hin zu den Dichtergenies aus der Erzählung Avantgarde von 1963 und dem Essay Findelkind und Rebell von 1971. Es sind männliche Außenseiter der bürgerlichen Gesellschaft, die sie mit der Tugend der Sündigen und dem stolzen Bekenntnis zum Bösen ausstattet. Durch ihre kompromisslose Andersartigkeit und das stolze Eingeständnis ihrer Schuld fordern diese Naturgewalten die Frauenfiguren heraus und unterminieren sie, bringen sie als das Andere und Fremde zum Bewusstsein ihrer selbst. In der Erzählung Die Ziege heißt es, sie wurde hellsichtig an ihm. Insbesondere Fleißers Begeisterung für den französischen Dichterrebellen Jean Genet steht für die eklatante Idealisierung männlicher Möglichkeiten und Freiheiten. In der Leidensgeschichte des kriminellen Dichters und bekennenden homosexuellen Genet kulminieren Charaktergröße und persönliches Format in einer Apotheose der Männlichkeit. In der Tat gilt für die Literatur wie für das Leben. Die wahren Helden Marie-Louise Fleißer sind Männer, nicht Frauen. Ihre Identifikation als Künstlerin, als schöpferischer Mensch ist männlich, nicht weiblich. Freiheit und Unabhängigkeit sieht sie nur in männlichen Lebensentwürfen verwirklicht. Nur sie liefern ihr Identifikationsangebote. Als junge Frau bewunderte sie und wollte so schreiben wie Leon Feuchtwanger und Bertolt Brecht, nicht wie ihre erfolgreichen Kolleginnen Irmgard Keun, Vicky Baum oder Gabriele Terget, um nur einige Role Models der damaligen Literaturszene zu nennen. Männer wie Brecht und Feuchtwanger sind die beneidenswert hellspürenden Geschöpfe der modernen Wildnis, die überwachen Tiere der tönenden Asphaltwüste, die der fegende Atem der Weltstädte eben noch nicht umbringt, wie es in dem Aufsatz Ein Porträt Buster Keatons von 1927 heißt. Fleißers weibliche Charaktere sind Einzelkämpferinnen, die sich ihren Geschlechtsgenossinnen gegenüber kaum solidarisch verhalten. Ihr Umgang mit anderen Menschen ist von Neid und Rivalität bestimmt. Mit den Frauen konkurrieren sie um die Gunst der Männer, mit den Männern rivalisieren sie um die Anerkennung des Intellekts. Auch von den Müttern in Fleißers Texten ist kaum Gutes zu berichten. Sie sind entweder tot oder präsentieren sich als patriarchal gepolte Zerrbilder, wie Mutter Mena aus der Mehlreisenden. Die emanzipierte Frau ist kein Wunschbild bei Fleißer. Fallschirmspringerin Jella erscheint zwar als männlich mutige, doch liebesunfähige, überanstrengte Frau mit der Tragik derer, die über ihre Natur hinaufgreifen, wie es in der Erzählung Das Mädchen Jella heißt. Aus dem literarischen Feuilleton Der verschollene Verbrecher X aus dem Jahr 1927 stammt der folgende Abschnitt. Es kommt nun darauf an, welchen Typ man letzten Endes aus sich machen will.
die große Dame, die sicher in diese reale Welt und auf sich selbst gestellt ist, oder die große Liebende, die ihre Abgründe im Erlebnis will, selbst wenn es dabei nicht ohne Fetzen abgeht. Man kann dafür mit gutem Namen sagen, Carola Neher oder Marie-Louise Fleißer. Noch im Alter verwahrte sich Marie-Louise Fleißer gegen feministische Vereinnahmungsversuche. Als Galionsfigur für die Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre taugte sie kaum. Statt von geglückter weiblicher Befreiung erzählt sie vielmehr vom Trauma weiblicher Emanzipationsanstrengungen, von den Schmerzen und dem Verzicht, die Frauen auf dem Weg zur Selbstermächtigung erleiden. Nicht von ungefähr kommt es wohl, dass Fleißer nicht wie etwa Irmgard Keun von bewegten Frauen, sondern von einem Trio schreibender Männer wiederentdeckt wurde, die sie später stolz meine Söhne nannte. 4. Holprige Lebendigkeit? Das vorher Gesagte sollten wir bedenken, wenn wir uns zum Schluss noch möglichen Ursachen für die Schwankungen in der Rezeption des Werks Marie-Louise Fleißers zuwenden. Denn eine gewichtige Erklärung für dessen labile Konjunktur ist die Tatsache, dass es wohl nicht für Konjunkturen taugt. Letztlich entzieht es sich jeder thematischen Verengung und somit jeder Vereinnahmung durch die Öffentlichkeit, die literarische wie die wissenschaftliche. Was speziell das Theater angeht, die Dialektanteile der fleißerschen Kunstsprache suggerieren eine auf den oberdeutschen Sprachraum begrenzte Rezeption ihrer Theaterstücke, von dem ausgewiesenen Dialektstück Der starke Stamm einmal ganz abgesehen. Tatsächlich findet man Fleißers Dramen, ähnlich wie die Stücke Ödin von Horvaths, nur äußerst selten auf den Spielplänen der Theater, insbesondere nördlich der Rhein-Main-Linie. Zu dieser angeblichen regionalen Unverträglichkeit mag zudem Fleißers katholische Prägung beitragen. Für eine angemessene Rezeption der Stücke wird allgemein Religions- und Bibelfestigkeit vorausgesetzt, ein Anachronismus in heutigen Zeiten. Vor allem Neuinszenierungen von Fegefeuer in Ingolstadt fordern im Hinblick auf das zeitgenössische Publikum daher aufwendige, gut abgewogene und strategisch ausgefeilte Überlegungen seitens der Theaterleitung und der Regie. Lassen Sie mich aber noch einen anderen Aspekt anführen, der mich gerade als Lyrikerin stark beschäftigt. Gedichte hat Marie-Louise Fleißer nie veröffentlicht, aber wenn auch wenige zu privaten Zwecken verfasst. Dennoch ist die Sprache ihrer Dramatik und ihrer Prosa, auch die der mondänen Phase, von der ich Ihnen heute berichtet habe, stark lyrisch geprägt. Lyrisch verstehe ich hier im Sinne von poetisch verdichtet, komplex, sprunghaft, spröde, rau, auf den unmittelbaren emotionalen Ausdruck, nicht auf einen eindimensionalen Sinnzusammenhang und den schnellen Transport von Inhalten ausgerichtet. Kurt Pintus drückte es 1928 so aus: Jeder Satz ein unheimlicher Schrei. Fleißer selbst beharrte kurz vor ihrem Tod wie folgt sehr selbstbewusst auf der herausfordernden Sprödigkeit ihrer Sprache. Es ist möglich, dass die Leser wie die Kritiker auf eine gewisse Sprachbarriere stoßen, die ihnen den Zugang schwer macht. Diese Sprachbarriere ist aber untrennbar mit mir verbunden. Wenn ich selber das Abenteuer aus dem englischen Garten lese, wird jede Redewendung einleuchtend und man begreift erst, wie stark und in sich gegründet diese Sprache ist. Es ist das Pech der anderen, wenn sie es nicht nachvollziehen können. Komplexität und Dynamik, Aufsässigkeit und Widerständigkeit, das haben die fleißersche Prosa und Dramatik mit der Lyrik gemein. Und ganz ähnlich wie die Lyrik erfordern sie einen besonders für unsere Zeit unüblichen Rezeptionsmodus. Noch einmal O-Ton Marie-Louise Fleißer in einem Brief an Suhrkamp aus dem Jahr 1969. Sie schreibt von sich in der dritten Person. Für die Fleißer war ihre frühe Begegnung mit Feuchtwanger und Brecht sehr wichtig. Feuchtwanger hat damals von Brecht gesagt, bei ihm müsse die Sprache holpern. Das sei dann die Voraussetzung für ihre Lebendigkeit. Diese Forderung nach holpriger Lebendigkeit hat sich die Fleißer in ihrer Sprache zu eigen gemacht und daraus einen für sie charakteristischen Stil entwickelt, in dem sie Herr wird über die Grammatik.
Darum ist es mit flüchtigem Lesen nicht getan. Man muss lernen, sie zu lesen. Dann erst wird man den Schatz heben. Es ist evident, dass das hier von der Autorin selbst eingeforderte langsame Lesen ihrer Texte und die dafür notwendige Isolation, Fokussierung und Konzentration heutigen Lebensentwürfen und Lesegewohnheiten diametral entgegenstehen. Wie drückte es Fleißer 1973 aus? Die Masse will sich nicht plagen. Was also sagt uns das Werk Marie-Luise Fleißers heute noch, neben dieser Aufforderung zur Langsamkeit, zum entschleunigten, heilsamen Lesen? Ich denke, es lädt uns zur kritischen Selbstbetrachtung ein, indem es das simple Täter-Opfer-Schema durchkreuzt und die Vielfalt der Perspektiven an seine Stelle setzt. Als ein starkes Plädoyer für Individualismus und Eigensinn, als Aufforderung zum Kampf, wie es bei Kafka heißt, kann es überdies ein Wegweiser sein bei der lebenslangen Aufgabe, wie man neben vielen starken Stimmen zu einer eigenen findet und wie man lernt, sich im Chor der Besserwissenden zu behaupten. Selbstbewusst bekennt die Fleißer 1973 im Jahr vor ihrem Tod: Im Übrigen lasse ich mich von Kritik nicht sehr beeinflussen. Ich bin eigensinnig. Vielen Dank.